Herr Warwick dazu? Ja, die Kollegin von der ARD hat ja schon darauf hingewiesen, dass Annalena Baerbock kurz vor Amtsantritt öffentlich die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert hat. Begründet hatte sie das damals, wenn ich kurz zitieren darf, mit schwerwiegenden Verstößen gegen das Verbot von Folter und gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Da würde mich interessieren, sieht denn die Außenministerin nach wie vor diese schweren Verstöße gegen das Folterverbot und gegen ein schweres Verfahren gegeben im Falle von Julian Assange? Also ich glaube, ich habe eben sehr deutlich gemacht, was die Haltung der Bundesregierung und der Außenministerin ist und wie sie in ihren Gesprächen hinwirkt und sich einlässt. Detaillierter berichten wir nicht aus Gesprächen, die mit Partnern geführt werden. Das wissen Sie auch. Es gibt ein divergierendes Rechtsverständnis. Aus gutem Grunde wären entsprechende Handlungen in unserem Rechtssystem nicht strafbewehrt, so nennt sich das. Und diese Haltung hat sich nicht geändert und die vertritt die Außenministerin klar, auch in entsprechenden Austauschen mit ihren britischen und amerikanischen Kollegen. Vielleicht ergänzend noch, Herr Jung, weil ich immer noch zu Ihrer Frage, die Sie gerade stellten, möchte noch eine Präzisierung anführen. Es ist so, aber da müssen Sie vielleicht dann noch mal im Detail an die britischen Behörden dann selber, an den High Court selber wenden. Von der logistischen Organisation ist es so, dass natürlich nur ein begrenzter Anteil von Menschen direkt in dem Saal beiwohnen kann, aufgrund des großen Interesses. Und die Behörden stellen dann die Möglichkeit zur Verfügung, dass die Beobachtung, also einfach das Verfolgen der gestern und heute stattfindenden Anhörungen für einen erweiterten Kreis aus Nebensälen verfolgt werden kann. Insofern eine Präzisierung, ja, wir sind über einen Kollegen der deutschen Botschaft vertreten, aber um das nochmal präziser klarzustellen. Zusatz, Herr Warwick? Ja, Frau Dischau, ich hatte ja auch darauf verwiesen, dass Frau Baerbock damals von schwerwiegenden Verstößen gegen das Folterverbot gesprochen hat. Sieht denn die Außenministerin nach wie vor schwere Verstöße gegen das Folterverbot gegeben im Falle von Julian Assange? Also, Herr Warwick, ich kann Ihnen sagen, dass wir als Bundesregierung, die Außenministerin, keine Zweifel haben an einem in den Vereinigten Staaten jetzt laufenden rechtsstaatlichen Verfahren. Und dazu keinen Anlass habe, im Moment diesen Zweifel zu äußern. Die Position der Bundesregierung und der Außenministerin, dass es eine inhaltlich unterschiedliche Bewertung in der Frage, in der Sachfrage gibt, habe ich klar gemacht. Ich habe es noch nicht ganz erfasst. Also Frau Baerbock sagt im Herbst 2021, sie sieht schwerwiegende Verstöße gegen das Folterverbot und gegen ein Recht auf ein faires Verfahren. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sieht Frau Baerbock mittlerweile, Februar 2024, keine Verstöße mehr, weder gegen das Folterverbot noch gegen ein faires Verfahren. Ich habe auch darauf verwiesen, wie die Außenministerin sich geäußert hat. Und insofern habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ja eine einfache Ja-Nein-Frage. Ich habe Ihre Frage beantwortet und im Übrigen beantworte ich die so, wie ich sie beantworten möchte, Herr Warwick. Dann machen wir weiter bei Frau Diekmann und einem neuen Thema. Herr Rinke dazu?